So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Ihr habt es euch ja gewünscht. Welcome back. Und wir gucken uns heute an UG Debs gegen Moon Stompy. UG Debs, das Deck-Tag sollte morgen kommen, wenn alles passt. Moon Stompy ist ja eins deiner Favorite-Decks. Yes. Und deswegen hier ganz, ganz, ganz spannende Sicht. Chalice of 1 ist schon mal ziemlich gut. Da kein Crop, kein, was haben wir noch drin für 1? Kein Elf mehr. Oh Gott, da kommt dafür hin. Aber so ein Vieh. Boah. 8 Trampler ist schon für das Deck schon nicht so geil für 10 Mana. Aber. 12 Mana. Einmal Chromox. Chromox nimmt den Affen mit rein. Ist mal noch 4 Mana. Oh, mach kein Dings, mach kein Dings. Don't do it. Ah, das sieht nach einem. Eine Initiative-Dude aus. Mhm. Don't do it. Das ist der Initiative-Dude und der wird geforst. Okay, gut. What? Force? Ja. Ja, okay, UG, ne? Ja, genau. Blau-Grün, Simic und mit Beanstalks. Ach, die Karte. Die können sie. 26 ist auch irgendwann angekündigt. Ich könnte sie gern bannen. Ja. Lol. Der ist das 8, war, 8, ne? Ja, das war ein sehr perfekter Start. Wieso ist der auf 7? Der müsste auf 6, nee, auf 8 sein. Nee, er hat einmal einen Hit von dem Reclaimer bekommen. Reclaimer. Ja. Ja, da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Der Dicker hat Trampel, ne? Ja, ja. Da holt man sich den Goblin. Du brauchst gar nicht mehr suchen, Kollege. Was willst du noch machen? Ja, ich glaube, das ist noch nicht realisiert, dass hier in 2020 kommen kann. Ihr das auch. Das ist, ja. Das war aber auch ein sehr, sehr, sehr geiler Staffel-Deck. Hat das Deck aber erstaunlich oft, also den Reclaimer erste Runde eher selten. Oftmals ist es eher dann noch ein Tutor oder sonst was. Aber das Faulty Turn 2 oder Turn 3 ist sehr konstant eigentlich rauszuhauen. Das ist wirklich. Das ist ein Faulty? Ja. Oh Gott. Es ist ein Faulty. Deswegen kommt er getappt ins Spiel. Oh. Genau, weil es ein Faulty ist, kommt es getappt ins Spiel. Magic ist doch so ein großartiges Spiel, oder? Oh Gott. Aber Magma, sehr geiler Token. Ja, sehr cooler Token, aber es hilft halt nicht. 1-0 für UG Debs. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an meine Patrons und an die mehreren YouTube-Member. What? Die haben sich vermehrt? Yes. Hier nur ein ganz, ganz kurzer heute ausnahmsweise mal, weil wir nicht so viel Zeit zum Aufnehmen haben. Und das Video auch generell nur sehr kurz ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ja, und ich gerade im Urlaub bin. Dementsprechend passt das ganz gut mit dem kurzen Gameplay. Wir haben jetzt einen Turn 1 Blood Moon. Nee, Affen. Also Blood Moon ist halt eine fiese Karte. Wenn man es weiß, weiß man, dass man, wenn man gegen UG Debs spielt, dass Turn 1 Blood Moon kann das Deck nicht schlagen. Im Mainboard? Im Mainboard, ja, ich wollte gerade sagen. Im Sideboard ist ein bisschen was drin. Ist da noch nicht mal. Ah nee, Dings. Doch, ist da noch nicht mal ein Dings drin hier? Kein Brazen im Mainboard, nein. Nee, Buseju? Nö. Uff. Uff. Ja, aber ist eine gute Idee. Ist tatsächlich eine Idee, die ich mir überlegen könnte. Ich meine, du spielst grün? Ja, das stimmt. Oh, der Move ist ätzend. Oh ja. Das knallte jetzt auf jeden Fall gut rein. Oh, ist das widerlich. Ja. Fury gespielt, den Typ getötet, dann zu bauen. Ja, also wer da nicht gesehen hat, der Boardside hat ja eine, der Bombardier hat ja eine Condition. Wenn er angegriffen hat, kannst du eine Kreatur dann Artefakt opfern und Schaden schießen und du auf den Evoke-Trigger, auf den Die-Trigger für Evoke gehst du halt, oder Sack-Trigger, gehst du halt ihren Opferstil. Wodurch du halt mit dem Ding 7 Schaden schießt. Und 4 Schaden auf dem Board. Und 4 Schaden auf dem Board, plus eben noch die 2 vom Broadside. Das hat richtig hart damit gemein. Kriegt man das Faultier weg. Ja, das ist richtig. Das ist aber schon echt ein Commitment. Red Blast. Hers. Ich weiß nicht, warum die Hers hier drin ist. Ich weiß es jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch nicht. Ist nicht so gut. Man könnte sie jetzt für 4 wegwerfen. Ich würde sie für 4 wegwerfen. Dann du kannst auch einfach. Ja, die beiden Karten fressen, mit dem Bombe die angreifen und dann die Hers ins Gesicht werfen. Ich glaube, diesen Mainboard in manchen Listen. Ja, ja, da wird auch geschmissen. Ja, dann hast du nächste Runde auf jeden Fall Lethal, wenn kein Blocker kommt. Also, wenn 2 Blocker kommen, müssen ja 2 kommen, der hat ja Menace. Genau, er hat Menace. Es müssen 2 Blocker kommen, was eigentlich schon unmöglich ist. Das ist eigentlich schon rum. Ich meine, da kam ein Red Blast, ein Blue Blast auf der Hand. Bei UG Debs. Okay, das ist interessant. Das kann das Game nochmal drehen.
Ja, stimmt. Da kommt jetzt wahrscheinlich ein Faultier. Ja, Faultier. Kadazin durch Beanstalks. Och das Gott, war eine Insel. Warum spielt alles Beanstalks? Ja, weil es großartig ist. Gute Karte, zieht Karten. Was ist da? Was ist da? Das ist der komische Dude aus. Ach, sag mal schnell, aus dem Ding-Deck, aus dem. Ja. Ich habe mir den ich jetzt für uns bestellt habe. Ja, genau, den du jetzt für uns bestellt hast. Der komische Dude, der sagt, du musst deine Hand abwerfen und kriegst 4 Treasures. Jupp. Und wenn du ein oder weniger Handkarten hast, kriegt der +2/+2. Und Menace, was mein Gegner hier vergessen hat, mir zu sagen. Was fies war, muss ich sagen. Das nicht nett. Nee. Das ist wirklich nicht nett. Nee. Ja, und der ist, also hast du dann 5 Menace-Dude da ja. Liegen. Und tatsächlich noch Clues, wodurch du halt Karten ziehen kannst. Also Clues, also du kriegst keinen Treasure, sondern Clues. Und Clues ziehen ja noch Karten. Ach no. Was ziemlich gut ist. Treasures, genau. Treasures wäre bescheuert. Ja. Hier kriegt man die 8 ins Gesicht. Da, Carnage Interpreter. Ja. Genau, und da ist halt dieses Menace und dann hat man angegriffen, weil man nicht wusste, dass der Menace hat. Aber Ethno 4 Legolas Spell ist hier. Echt jetzt? Ja. Oh Gott. Auf der Hand. Da ist ein Bounce Spell, der Dead and Gone? Ja, genau, Dead and Gone. Aber dafür fehlt ein Mana. Ja. Jetzt hätte man eine C gewonnen. Ja, macht man einen Dark Doof. Ja, dann hat der Menace, ne? Ich glaube, hier habe ich keinen Token mitgenommen. Natürlich habe ich keinen Token dabei. Wer braucht schon Token? 2020. Und dann wird Legolas und das Ding wird enttappt. Und geschossen? Nee, nur beim Tappen dann wieder geschossen. Hier kann man Double blocken. Und dann ist um. Jo, 2-0 für Ugi Debs. Platt gemacht. Einfach mal zweimal relativ fast überfahren. Faultier, ich sag's euch, Leute. Faultier, auch Turn 3 war jetzt hier ein Faultier. Oder Turn 4. Turn 3 oder Turn 4 ein Faultier. Faultier ist eine gute Karte. Ist wirklich auch eine gute Karte. Was ein Tier. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, welche Karte da jetzt kommen sollte. Ja, dadurch im Mana fehlt, ist halt Dead and Gone tot. Ja, dann noch Schutz vor Rot gegeben. Und dann... Bam! 2-0, UG Debs. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ein kurzes Gameplay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.